Guten Morgen, Jungs! Und andere, die genauso schlecht singen wie ich. Wie ihr schon den Titel gelesen habt, gibt es heute Voice Trolling. Das unterstützt es durch Voice Mod. VoiceBot ist ein Programm, mit dem du deine Stimme in Echtzeit verändern kannst. Die Möglichkeiten sind unendlich lang wie meine Gurke. Von simplen Optimierungen der Stimme bis zu fantrealistischen KI-Stimmen. Dazu ist es literally auf alles anwendbar. Discord, Fortnite, Roblox, Minecraft, Valorant, Apex, Phasmophobia, CSGO, Twitch, FL Studio für noch krassere Beats. Bro, sogar Internet Explorer. Ebenso kannst du es auch einfach mit deinem Handy verbinden und es als Fernbedienung nutzen. Ja! Ja! Ja, und ich habe das heute für euch ausprobiert und ich habe noch einen Haufen Ideen, wie ich das weiter in meinem Trolling benutzen kann. Also ein Abo und Like wäre nicht schlecht, ne? Falls ihr aber selber Bock bekommt, das Ganze auszuprobieren, Link ist in der Beschreibung für die Free-Version. Und mit dem Code DASHENRY könnt ihr natürlich 15% Rabatt auf die Pro-Version bekommen, Jungs. Liebe gern an der Stelle raus für den ganzen kranken Support in letzter Zeit. Ich küsse eure geschälte Gurke und genießt das Video. Gurke! 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 Ihr fragt euch bestimmt, was geht hier ab? Henry hat jetzt einen Soundboard. Ich habe Voice Mod bekommen, ja? Wenn ich will. Bin ich ja Gott. Bruder Jackie. Motherfucking Claudia kommt in die Streets und ballert deinen Bruder weg. Ich bin Stephanie und habe eine schlimme Drogensucht. Bruder, ich bin alle auf einmal. Alle auf einmal. Immer noch alle auf einmal. Du hast Schizophrenie und solltest den Aberknopf drücken. Neuer Server, beste Performance. Dann Nero, wie ich war so lange in keiner Einreise mehr. Wir werden hier heute sehr viel Spaß haben, Jungs. Oh, was ist denn da in meiner linken Hand? Der Abo-Button, drück mal drauf. Ich heiße ganz sicher nicht Max Henry Gurkenmann. Moin Jungs, wie geht's euch so? Habt ihr Lebenswillen? Hey, fass mich nicht an. Ich bin hier gerade am heftigen Werkeln. Fass mich nicht an, mein Junge. Gleich wirst du eingesaugt. Ich sag's dir. Ich saug dich. Bitte nicht, Mann. Bitte nicht. Ja, besser ist es. Okay, fängt ja heute schon mal gut an. Also mein Fukuhila finde ich anscheinend nicht. Ja, fuck it, geh ich halt mit Afro. Nein, okay, ein Afro mag ich nicht. Digga, die wollen mir meinen Fukuhila nicht geben. Fuck it, dann wird's halt die Friese. Ich kann sowieso gefühlt gar nichts mehr einstellen. Hilfe. Du dreckiger was hast du nun mit mir gemacht? Du hast mich weggetragen. Warum siehst du aus? So bildschön. Wohin rennt er denn? Ich weiß, wo dein Auto steht und ich werde es anzünden. Gemeinsam mit deiner Familie. Dreckiger Weg. Entschuldigung, ich wurde da jetzt irgendwie ein bisschen rausgehauen aus meinem Kleidungsoptions. Könnten Sie mir weiterhelfen, eventuell? Nee, leider. Aber Sie sind doch schon voll tätowiert und so alles. Also Sie kennen sich doch hier anscheinend voll aus. Nee, Bruder. Also bist du nutzlos? Ich habe nur eine offene Rechnung mit der PL. Oh, es juckt mich so überhaupt nicht, du kleiner Wichs. Alles klar, bleib hier liegen wie ein Hund. Ich gehe weiter. Ich habe mich gerade zurückgetan, habe weitergesungen, oder? Ich glaube, ich klang gerade komplett normal für ihn. Gedrollt wird nicht, wer drollt, fliegt. Hey, freut mich. Wladimitschka hat dich bestimmt geschickt. Ich helfe dir, nach Los Santos zu kommen. Geh ein bisschen Obst sammeln auf dem Feld da drüben. Ach, schick mich halt gleich aufs Feld. Und peitsch mich aus. Arbeitet schneller. Schneller, ihr sollt das Obst schneller pflücken und farmen. Ja, ihr müsst euch sogar mithelfen, ey. Hat das Peitschen nicht mehr funktioniert, euch anzutreiben, oder was? Hat es euch eher geil gemacht, die Ekelhaften? Kannst du auch von mir alles nachzumachen? Geben Sie mir bitte einen bisschen Ihrer Früchte. Ich habe keinen Bock, hier jetzt die ganze Zeit das zu machen. Kannst du aufhören, auf mich zu zeigen, Digga? So, geben Sie mir bitte alle Ihre Bananen, oder ich werde eventuell meine Banane in Sie stecken. Alles klar, Fingerzeiger mit 3000. Ich zeig dir mal, was auf du Finger zeigen kannst, Kollege. Kennst du schon meinen Freund Thorsten? Kennst du ihn schon? Oh, jetzt bist du aber sowas von gefickt, mein Freund. Ich tauch mit dir unter und dann ertrinkst du. Ey, okay, vielleicht doch nicht. Hey, du fettes Stück Scheiße, bleib mal stehen. Ich werde auf deinen Kindern rumtreten, wenn du weiterläufst. Kollege, dein Sohn ist gleich flach als Flunder. Du redest nicht, du hörst noch an. Was glaubst du, wenn du hier anfasst? Ich fass gleich dein Kind unter meiner Schuhsohle an. Entschuldigung, hier ist vorhin so ein Irrer rumgerannt. Habt ihr irgendwas davon mitbekommen? Du hast was mitbekommen? Alles klar, gut, dann halt nicht. Ich muss jetzt ernsthaft die scheiß Bananen sammeln, damit ich wenigstens ein bisschen auf den Server kann. Gib mir deine Bananen, Kollege. Kollege, ich will deine Bananen. Oh, guck mal, wer plötzlich das Maul aufbekommt. Darauf habe ich was vorbereitet. Du bist echt nicht übergewichtig. Deine Eltern lieben dich nicht. Vaterlos, kann man nur so hässlich sein? Ja, übergewichtig. Dein Crush liebt dich nicht. Dein Vater liebt dich nicht. Deine Mutter liebt dich nicht. Du warst eine Arschgeburt. Man konnte dich nicht unterscheiden zwischen Fett und Bild. Noch nie wurdest du geliebt. Ich werde das Mobbing aufhören. Was ist los? Du kannst jetzt dann einfach hier weiter Bananen pflücken, oder was? Ich bin Opfer oder so, sei mal ehrlich, ich bin Opfer. Als Maul, du Weg. Dein Arsch wird gleich in Italien gebumst. Ich schwöre. Dein Geld geht es zu warten, so sei halt mal dein Maul. Ey, deine Mutter schreit da im Hintergrund. Geh mal lieber deiner Mutter, hält nicht, dass du die Treppen runtergefahren. Ich schreit die Mutter im Hintergrund. Ich glaube, das ist alles in deinem Kopf. Du bist schizophren. Du musst deine Medikamente nehmen. Der sollte mal aufhören zu lispeln, der Fetzer. Der Fetzer sollte mal seine Zunge ein bisschen bewegen. Der sollte mal anfangen, seine Zunge bewegen. Der soll anfangen, seine scheiß Zunge zu bewegen, der fette Hund.
Was bist du für ein Opfer? Du 80-jähriger Junge, geh mal lieber in die Schule, du Sepp. Was machst du überhaupt am PC? Bist du älter, sagst du, was machst du hier? Ich bin Job. Das Arbeitsamt ist gleich am Telefon. Ich meine, du sollst ja stammen, bitte, dass du dein Käppi zurückdrehst, hallo? Ich glaube, du dachtest die ganze Zeit wirklich, dass hier mehrere Leute sind. Ich bin nur einer. Hast du meine Liebe des Lebens gesehen? Das ist eine Schwester von jemandem. Ich weiß leider ihren Namen nicht, aber wir haben uns erst kürzlich verliebt. Ich zeig sie dir. Ah, da ist sie ja. Hallo, meine Liebe des Lebens. Ich bringe dir ein Todesopfer. Bitte nimm es an. Du Schwanz, halt deine Fresse. Hast du mich verstanden? Halt mal dein Maul. Ich spüre deinen Mikropenis durch die Jeans. Hast du mich vermisst? Hast du mich vermisst? Wir waren alle in die Welt. Wir sind alle in deinem Kopf. Hast du uns vermisst, du Bastard? Wegen dir neben deiner Mutter wahrscheinlich nicht mehr. Ja, komm, renn mit deinem Schwabbelbein. Wir sind 10 gegen deins, Kollege. Du kannst uns nicht entkommen. Alle 10, woher kommt ihr? Komm. 80-jähriger Junge, du vor allem, du Schwanz. Ich zeig dir gleich einen 80-jährigen Junge. Das ist deine Freundin, du. Ich fühle sie bis zum Tod, hast du mich verstanden, du Hund? Du bist freundinslos, das merkt man voll. Als Maul, du lispelst, du Fetzer, du Fetzer, kannst du mal deine Zunge bewegen? Was redest du? Was redest du? Nennst du das Gefängnis? Ist gerade Tyrone hinter dir? Juck mich nicht, dein fetter Vater ist hinter mir. Der will wieder Geld haben, dass ich was zu fressen kaufen kann. Du hast Schizophrenie. Du hast Schizophrenie. Halt deine Fresse, dein fetter du hast Schizophrenie. Vater, Schizophrenie. Fetter du brauchst Schwanz. Hilfe. Du solltest von der Brücke springen. Du machst doch schon die perfekte Position dafür. Als Maul. Der war gut, Stefanie. Hallo? Dich. Hier ist irgend so ein Typ. Soll ich dir noch eine Sache sagen? Geh an die Arbeit, so. Guten Tag, Kollege. Was willst du von meinen Klöten? Geh mal an die Arbeit. Ich will doch nur, dass du deinen Job erledigst, Lisa Admin. Ich peitsche ihn auf diesen Dude aus und ihm gefällt es. Okay, wollen wir mal normal reden oder schweigst du mich jetzt einfach an, einfach weg oder so? Hallo? Dann nehme ich ihn halt mit. Dich alle. Nein, nein, für 5 Stunden. Was ist denn das für ein Admin-Knast? Hey, das ist abnormal geil, Jungs. Das ist Charles Boyle. Oh, Zero V wird halt so gar nicht gebannt. Deswegen sollte ich da eigentlich schon reingehen. Do not touch me till I can get my satisfaction. Ah, ich wurde ja gebannt. Ich wusste so, dass ich unbanned wurde. Ich weiß nicht wieso, aber ich wusste es. Also ich hoffe, ich werde aufgehoben. Andernfalls verherrliche ich gleich Gewalt. Merkt euch die meine Worte. Psst, I see dead people. Ich habe Angst. Ich warte jetzt nicht so lange. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug Zeit verschwendet. Ah, schönen guten Tag. Wie ist die Arbeit so hier? Also habt ihr gute Arbeiter, Angestellte? Ja. Weil ich habe hier actually ein kleines Problem. Sie sehen doch diese Linsen, die ich auf den Augen habe, ja? Die hatte ich damals wegen einer Augenkrankheit. Jetzt brauche ich das nicht mehr und krieg's nicht mehr richtig ab. Können Sie mir da irgendwie das operativ abnehmen? Ich bin dafür nicht zuständig. Ah, Sie sind dafür nicht ausgebildet, verstehe, okay. Da war ich zumindest die Kompetenz in MD. Dankeschön. Brauchen Sie Hilfe? Ja, ich wollte nur ein Auto eventuell, wenn Sie wissen, wo eins ist. Na, komm so rein, ich fahr Sie. Ah, das ist sehr lieb. Ey, komm mal, du. Du warst mal extra, du. Dich. Ja. Ich selber. Ich weiß, was du bist. Du bist das da. Dich und deine abgetrennten Füße. Du frisst eine Banane, du Widerlicher. Zum Glück habe ich Affengeräusche auf meinem Handy drauf gespeichert. Der hat keine Chance auf ein Comeback. Ihr entschuldigt euch, aber da liegt. Entschuldigt dich. Red weiter, komm. Die Musik spielt für dich. Ach so, ja. Oh, wie ist das passiert? Dreck, ja, wie ist das wohl passiert, Digga? Du fühlst dich wie ein ganz großer Macker. Ja, das ist knallt. Check aus. Oh, scheiße. Was ist denn eigentlich mit deinen Füßen los, wenn ich mal so fragen darf? Ja, sind wir im Krieg abgefallen leider. Da bin ich leider so in eine Bärenfalle gegangen, die hat ein bisschen Gift drin und dann musste das halt genäht werden instant. Ich bin ein durchwegs kranker Mann, müsst ihr wissen. Du hast schon reingeschissen. Warte, du wolltest hier ein Auto, ne? Das ist dein Auto, steig ein. Ah, danke schön. Oh, ich küsse dein Herz. Ups, ja, mit dem Wagen bin ich gut umgegangen. Das wäre erstmal linker Hoden. Lass mich mal da rein. Guten Tag. Was waren Sie hier? Ich wollte ein paar besuchen. Oh mein Gott, okay. Achso, hier sind keine oder wie? Nein. Scheiße. Aber sag mir nicht, ihr habt keine. Wollen Sie noch hier auf dem Start bleiben, oder? Ich möchte schon hier bleiben, aber wisst ihr, wenn ich ins Unicorn gehe, dann möchte ich doch den bestimmten Service, wofür er bekannt ist, oder nicht? Da hat der Herr aber schon recht, das Interbisflur ist aber zu. Ja gut, dann ich mir halt einen auf diese scheiß Goldstatue. Und Dankeschön, Jungs. Schau mir ins Gesicht. Dumme Bitch. Zeit, ein paar wahre Menschen zu köpfen. Medic, ist Arbeit für dich. Ah, die Arbeit. Ja, bleiben schon kurz stehen. Ja? Wir haben beobachtet von Shanes am MD. Sind Sie ein MD-Low oder so? Weil ich habe gerade eben einen gesucht. Ich habe starke Schmerzen am rechten Bein. Ist Ihnen das nicht ein bisschen zu hell mit der Nachtsicht hier? Ich habe die früher für meine Augen gebraucht. Nimm den Taser aus der Hand. Das ist so auffällig. Kollege, Sie sind wirklich sehr auffällig. Ich bin jetzt nicht nur ein Mensch, ich bin ein Mensch mit Nachtsichtkamera die ganze Zeit. Bleiben Sie mal kurz aufstehen, ich komme sofort wieder zu Ihnen. Ah, die Arbeit mit Ihnen. Komm schon stehen, daher. Achso, meinen Sie immer noch mich? Ja, komm mal kurz mit. Ich gehe ja überall mit, wo Sie sagen, Sie sind autoritär, ich merke schon. Machen Sie zufällig auch TikTok? Ich glaube, das ist eventuell eine gute Plattform. Abonniert alle das letzte Henry. Ey, ihr könnt mit dem machen, was ihr wollt. Sie wollen meine Füße nochmal verkürzen, das ist nicht normal. Kollege, ich habe nichts falsch gemacht, Sie werden mich niemals kriegen. Ah! Ah, ja,
Du kannst doch nicht einen Dude, der bereits tot ist, nochmal ansprallern, Digga. Das ist Leichenschändung. Ja, kannst du reden, Junge. Geh nach oben. Leon, kann ich, wo ist Leon? Kann ich einmal mit dir reden? Oder Leon? Er fasst mir an den Händen! Oh, das sieht ja mal so dermaßen scheiße aus! Kannst du hier bleiben, mein Freund? Nein! Seht ihr das? Das? Sag nie wieder, ein Content Creator arbeitet nicht. Es ist warm in diesem Raum. 30 Grad plus. Und ich gebe hier immer noch alles, Jungs. Wenn euch das Ganze deswegen gefallen hat, nicht gerne vergessen, ein Like und ein Abo dazulassen. Ich schwitze unter den Achseln. Lass mich Digga, du bist einfach super hot. Ja, ich liebe dein Tanktop. Fuck, Henny, Digga, du bist einfach super hot. Ja, ich liebe dein Tanktop. Diggi, du bist heute einfach mein Daddy.